Zuschauer, wir präsentieren Ihnen literarische Highlights, die sich mit den Landschaften des Vogelsberges befassen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. 7 Autoren haben wir für Sie ausgewählt, die Ihnen momentan namentlich vielleicht noch nicht viel sagen, aber spannende, unterschiedliche Perspektiven eröffnen. Auch in der sprachlichen Gestaltung bieten die vorgestellten Textauszüge Abwechslung. So erwarten Sie Berichte, Briefe, Erzählungen, Reisebeschreibungen und Gedichte. Lassen Sie sich überraschen. Zwei Attribute, rationell und poetisch. Auf den ersten Blick sind es gegensätzliche Begriffe, beim näheren Hinsehen allerdings auch einander ergänzende. Sie charakterisieren zwei grundlegende Naturauffassungen der Moderne. Die Vogelsberglandschaft zeichnet sich aus durch Abwechslung in ihrer Gestalt und wandelt ihr Antlitz reizvoll mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Somit bietet sie gute Voraussetzungen für ihre Beschreibungen unterschiedlichster Form. Das Zusammenspiel rationeller und poetischer Naturbetrachtung spiegeln Texte von Moritz Gerhard Tilenius wider, die zugleich staatspolitisch motiviert waren. Tilenius stammte aus Eddigehausen in Nordhessen. Nach seinem Studium an der renommierten Universität in Göttingen, die das Gedankengut der Aufklärung verbreitete, wurde er schließlich von der freiherrlichen Familie der Riedesel, die über weite Teile des Vogelsberges als reichsunmittelbare Landesherren regierten, zum Leibarzt berufen. So kam es, dass Tilenius in den Jahren zwischen 1771 und 1800 topografische Bemerkungen verfasste. Hierbei beabsichtigte er, die physische und psychische Konstitution der Einwohner des Riedeselschen Ritterschaftsstaates sowie deren Erkrankungen zu dokumentieren. Seine Anthropologie weist zeittypische Merkmale auf. Die Naturerfassung erfolgte gemäß reformiert-kalvinistischem, aufklärerischem Verständnis in Rubriken gegliedert und so werden Teilaspekte wie Geographie, Fauna, Flora, Meteorologie und die Lehre der Krankheiten gesondert einer Betrachtung unterzogen. Zur geografischen Lage des Vogelsberges schreibt Tilenius: Die Stadt Lauterbach liegt ungefähr, wie Fulda, unter dem 50. bis 51. Grad nördlicher Breite. Das dasige von Riedeselsche Gebiet liegt nordwärts vom Abhange des Oberwalds, wodurch es von der Wetterau geschieden wird. Bei Bräungesheim ist die höchste Spitze dieses 300 Teusen über der Meeresfläche gelegenen Gebirges. Diese und die Höhen von Hergenhain und der Naxburg bei Niedermoos machen die Scheitelpunkte für den Lauf der zahlreichen Quellen, wovon die daraus gebildeten, das Land durchströmenden Bäche sämtlich gegen Nordost in die Fulda, die auf der entgegengesetzten Seite nach Westen hin in die Nidder, Kinz und so folgend in den Main fallen. Niedrige Berge, flache, weite Täler, wenige platte Ebenen bilden das ganze Land.
Die Ausführungen von Tilenius über die geografische Beschaffenheit des östlichen Vogelsberges sind dem rationellen Charakter entsprechend rein beobachtend, puristisch beschreibend und sprachlich wenig differenziert. Was aus der nüchternen Darstellung jedoch zusammenhängend entsteht, ist eine grundlegende Einführung in das Landschaftsbild, eine Schilderung des Vogelsberges, die seiner Ausprägung gemäß ebenso leidenschaftslos erfolgt, wie er sich präsentiert. Ähnlich wie die zeitgleich und später von Geometern entworfenen Naturbeschreibungen in Flur- und Güterbüchern leistet der Arzt und Hofrat Tilenius einen Beitrag zur realen, strukturellen Erfassung des Landes. Bei Abhandlung der Meteorologie ist er aufgrund unzulänglicherer Messinstrumente gezwungen, sich auf Beobachtung und Empfindung zu beziehen, wenngleich Tilenius ausdrücklich bemüht ist, die empirische Erkenntnisgewinnung in den Vordergrund zu stellen. Das Klima ist etwas rau. Frühling und Sommer kommen etwas später, Herbst und Winter etwas früher als unter der Westseite des Oberwaldes nach Frankfurt zu. In der Wetterau blühen, reifen Obst und Feldfrüchte um 3 Wochen früher. Schon das Gericht Oberohmen macht darin einen 14-tägigen Vorsprung. In Engelrode, nahe am Oberwalde, wird selten eine Zwetsche reif. In Repgesheim, eine halbe Stunde von Ulrichstein, an der nördlichen Spitze des Oberwaldes, hat man gar keine Obstgärten. Im Oberwald und um Moos liegt fast jedes Jahr noch Schnee, wenn um Lauterbach schon alles grünete. Selten ist man vor Anfang Julius vor Nachtfrösten gesichert geblieben. Südwestwind ist der am meisten herrschende. Herbst und Frühjahr sind gemeiniglich von nasskalter Temperatur. Die höher liegenden Örter sind um diese Zeit oft wochenlang in dicken, düsteren, wie feiner Staub herabfallenden Nebel gehüllt, wenn im Tale nur bedeckter Himmel ist. Oft reiset man im Sonnenschein aus Lauterbach und muss sich schon 1,5 Stunden davon vor Kälte und Schneegestöber in Oberrock hüllen. Tilenius zeichnet ein klimatisch drastisches Bild des Vogelsberges. Während er die Witterung in Oberohmen und in der Reichsritterstadt Lauterbach als milde empfindet, kennzeichnet er den düsteren Oberwald, das wilde und unzähmbare Naturstück, als rau, unheimlich und unwirtlich. Karger und nackter, ungastlicher und unfreundlicher als den hohen Vogelsberg kann man, selbst aus rationalistischer Sicht, eine Kulturlandschaft kaum umreißen. Schmucklos und statisch schildert er die Gegebenheiten des Mittelgebirgszuges und dessen Nutzbarmachung durch den Menschen. Der mittlere Barometerstand ist 27 Pariser Zolle. Bei Äquinoxialstürmen sinkt er tief herunter. Der Erdboden, obgleich an vielen Örtern mehr oder weniger steinig, liefert alles, was man zum täglichen Unterhalte braucht. Außer Weizen, Korn, Gerste, Hafer, Buchweizen, Erbsen, Linsen baut man sehr viele Kartoffeln und andere Gemüse, vielen guten Flachs. An den allermeisten Orten hat man sehr gutes, wohlschmeckendes, in den felsigen Gebirgen klar geläutertes Wasser. Mehrere Bäche durchströmen das Land. Diese liefern Forellen, Hechte, Persche, Weißfische, Barmen, Gründeln, Kressen, Krebse, Aale, einer Steinbeißer und Aalruppen, verschiedene große Teichkarpfen. Hirsche, Rehe, Hasen, wilde Schweine sind das vierfüßige Wildbret. Auerhahnen, Birkhahnen, Haselhühner, Schnepfen, Rebhühner, Wachteln, Lerchen, Ringel und Hohltauben, Krammetsvögel, Wein und andere Drosseln, Amseln, etliche Sorten wilder Enten, Wasserhühner sind ungefähr die essbaren Wald-, Feld- und Wasservögel. Der Kiebitz liefert seine kraftvollen Eier. Der Naturerfassung dienende Aufzählungen brachte nicht nur Tilenius in seinen topografischen Bemerkungen ein, sondern auch der Reichsfreiherr Karl Georg Riedesel Freiherr zu Eisenbach in seiner Landeserhebung der Jahre 1786 bis 1789, in der er Äcker, Felder, Wiesen und Baumarten aufführen lässt, ebenso wie Tilenius. Die Erörterung des maximalen Nutzens der Natur für das menschliche Schaffen ist eine radikale Spielart des aufgeklärten Rationalismus, der sich empirischer Wissenschaften bedient und alles Mystische ablehnt. Ganz gewiss hatte der sich verstärkt institutionalisierende Staat ein hohes Interesse an der geordneten Erfassung relevanter Fakten und Daten hinsichtlich seines Territorialbesitzes.
Eine innerhalb der Aufklärung beinahe konträre Betrachtung liefern die in ihren Anfängen aufblühende Romantik und die empfindsame Poesie. Beiden Strömungen leistete die protestantisch-pietistische Glaubensbewegung in Lauterbach Vorschub. Die von Rationalisten aus der Naturbeobachtung gewonnenen Erkenntnisse und Gesetzmäßigkeiten, das überwältigte Wundern darüber, wurden fortan als Beweis für die Existenz Gottes angeführt und mündeten in die sogenannte Physikotheologie. Geisteshaltung fühlte sich Jean-Louis Tilleur verbunden, der zu den bedeutendsten historischen Persönlichkeiten der Stadt Lauterbach zählt und mehrere Professionen ausübte. Er war Handwerkermeister, Schankwirt und Krämer, erlangte das gewichtige Amt des zweiten Bürgermeisters von Lauterbach und hinterließ als wertvolles Zeitzeugnis seine Chroniker, die er als Stadtchronist gewissenhaft führte und in der er berichtet. So geht's, mein Freund, mein lieber Leser. In solche Umständen kann Gott die Menschen setzen, wenn sie die guten Jahre, wohlfeile Zeiten, reiche Ernten und die daraus folgende gesegnete Umstände nicht als Liebeszeichen ansehen und ansehen wollen, wodurch Gott, die Grundursache aller Dinge, sie, die Menschen, zu sich ziehen will. Ja, solche Veränderung pflegt zu entstehen, wenn die Güter und Gaben Gottes nicht zu dem Zweck, wozu sie Gott gibt, gebraucht werden. Alles, was Gott tut, das hat die Beförderung seiner Ehre und die Wohlfahrt seiner Geschöpfe zum Hauptzweck. Gibt nun Gott dann Most und Öl im Überfluss und die Menschen schaffen durch unrechtmäßigen Gebrauch dieser Dinge weder die Ehre Gottes noch ihre Wohlfahrt, vornehmlich die, welche in die Ewigkeit dauern soll, so wird er so zu reden gezwungen, diesen seinen Hauptzweck auf eine andere, nämlich auf die gerade entgegengesetzte Art zu suchen. Dahero gibt er vor gute Jahre böse Jahre, vor wohlfeile Zeiten teuer Zeiten und vor reiche Ernten sparsame Ernten. Mit einem Wort, er gibt vor Überfluss Mangel. Und zwar zu eben dem Endzweck gibt er den Mangel, wozu er den Überfluss gabe, damit er nämlich die verkehrte Menschen zu sich ziehen und sie in Zeit und Ewigkeit glücklich machen möge. Wer siehet aber hieraus nicht, wie billig unser Gott ist, indem er nicht eher den Mangel oder andere Strafen einreißen lässt, bis der Überfluss und andere Wohltaten den gesuchten Zweck nicht haben erreichen können. O, mögten doch alle Menschen erkennen, dass Gott lieber wohltut und Gnade erzeigt, als dass er Strafe und Ungnade erweist, ja, dass uns der Missbrauch seiner Gnade und Güter ihn bewegen, dieselben uns zu entziehen. Des Weiteren galt sein Interesse dem reinen, aufgezählten empirischen Wissen, das aus der Natur unverfälscht zu gewinnen war. In dieser Hinsicht ähnelte Tilleur seinem Kollegen Tilenius, mit dem er bekannt und freundschaftlich verbunden war. Vor allem verfügte er über ein vergleichbares Auffassungsvermögen, wenn er Naturalien als Elemente des alltäglichen Lebens auf ihre Preise prüfte und ursächlich ergründete. Der langjährige, vielseitig erfahrene Bürgermeister wusste nur zu gut, dass Mangel und Elend seiner Stadt elementar mit den Ernteergebnissen des Umlandes zusammenhingen, die wiederum in Abhängigkeit zu Klima- und Wetterverhältnissen standen. Auffallend und bezeichnend ist, dass sich Tilleur zu starrem Rationalismus hinreißen ließ, sobald er die Natur aus der Perspektive seiner eigenen Not sowie der menschlich-existenziellen Not in ihrer Gesamtheit betrachtete, was folgende Zeilen belegen. 1771 sind die Waren reißend weggenommen und um einen beträchtlichen Teil teurer bezahlt. Besonders die Handwerksburschen liefen in den Straßen in Mengen, weil die mehrsten Fabriken stillstunden. Kurz, es war eine elende Zeit, zu der man sich eben nicht länger zu leben wünschte, weil es in allen Haushaltungen kahl und mangelhaft aussah und der beste Bürger nicht wie in voriger Zeit, sondern sehr schmal und schlecht leben musste, wenn er als ein ehrlicher Mann leben wollte. Die Not stieg so groß, dass Äcker, Wiesen, Häuser, Güter und alles, was Geld wert war,
verpfändet und Kapitalien davor aufgenommen wurden, welche Kindeskinder noch zu bezahlen haben werden. Um dieses desto deutlicher zu zeigen, will ich den Preis der Früchte und Lebensmittel von Michaelitag bis Weihnachten aufführen. Die Meste Korn kostete jetziger Zeit einen Gulden und 15 Alben, auch mehr. Die Meste Erbsen kostete gar noch mehr. Einen Gulden und 20 Alben zahlte man nicht selten. Für ein kleines Körbchen Heidenmehl zahlte man 10 Kreuzer. Rinder, Schweine und Hämmelfleisch schwankten zwischen 5 und 8 Kreuzern. Zu guter Letzt war der Branntwein bei 28 Alben gelegen und das Bier kostete das Maß zum ersten Male 3 Kreuzer. Wobei besonders zu merken, dass das Bräuwesen bei der Stadt gar oft ins Stocken geraten, weil die erforderliche Gersten nicht aufzutreiben waren. So sehr Tilenius und Tilleur als Anhänger der Aufklärung versuchten, die Natur dem Menschen untertan zu machen, ihre Gesetze zu erfassen, waren sie sich stets bewusst, dass ihr Ansatz nur bedingt einlösbar war. Zwar konnten sie grundlegende Bedingungen erkennen und analysieren, doch vermochten sie nicht, die sie umgebende wilde Natur außerhalb ihrer kleinen Gärten zu zähmen. Tilleur, dessen Sichtweise an die des Handwerkers gebunden ist, beschreibt den Vogelsberg mit mehr Emotion und Verbundenheit als Tilenius, macht aus seiner Enttäuschung über die unfruchtbaren Böden des felsigen Vulkangebirges keinen Hehl und weist die Landschaft zurück. Die vielfältigen philosophischen, teils kontroversen Ansätze und Ausprägungen innerhalb der Aufklärung prallen bei den vorgestellten Denkern Tilleur und Tilenius gewiss nicht aufeinander. Dennoch zeichnen sich in ihren Naturbetrachtungen feine Unterschiede ab, die einander ergänzen. Moritz Gerhard Tilenius erfasste in seinen topografischen Bemerkungen die Lebenswelt der Menschen im Vogelsberg, während die Schriften von Jean-Louis Tilleur als Ausdruck dynamischen Naturempfindens interpretiert werden können. Die kritische Sichtweise, die der Aufklärung entsprang und die sich sowohl bei Tilenius als auch bei Tilleur widerspiegelt, wird für nachfolgende Epochen wegweisend sein. Interesse lag die Vermessung des Territoriums und dessen wirtschaftliche Nutzbarmachung. Im pädagogischen Interesse die Formung und Förderung des Menschen in der ihn umgebenden Natur. Die Landschaft des Vogelsberges lädt zur Erkundung ein, nicht nur heute auf eigens angelegten, komfortablen Wanderwegen, sondern auch in vergangenen Jahrhunderten, in denen das Wegenetz erst auf- und ausgebaut wurde. Zu Fuß Distanzen zu überwinden, war für viele Menschen früher zum einen eine alltägliche Notwendigkeit in Ermangelung von Fortbewegungsmitteln wie Fuhrwerken und Reittieren, zum anderen für einige bereits die bewusste Pflege des Wanderns. Wie unbequem und mühselig manche Strecke noch Anfang des 19. Jahrhunderts zu bewältigen war, erfahren wir unter anderem durch die Aufzeichnungen von Ludwig Bocklow aus dem Jahr 1813, die er veröffentlichte unter dem Titel »Fußreise aus der Gegend von Kassel über den Vogelsberg nach Heidelberg und Koblenz, von da zurück über einige Bäder des Taunus«, wo er bemerkt: »Unsere Schuhe und Beine müssen es zu ihrem Schaden erfahren, dass der Name des Dörfchens, das wir jetzt passieren, sehr passend ist. Es heißt nämlich Schlechten Wegen.« Bocklow konnte diesen schlechten Wegen allerdings zugleich ästhetische Qualität abgewinnen, wenn er bezüglich eines anderen Streckenabschnitts fast ins Schwärmen gerät. »Der Weg von hier nach Moos sprach mir ganz zu, denn er war sehr bergig und sowas liebe ich.« Dennoch erfasste Bocklow den Vogelsberg, den er als einer der interessantesten Basaltgebirge Deutschlands würdigt, in seiner urgewaltigen Naturschönheit nur am Rande.
so nimmt er den ihn allseits umgebenden Wald zur Kenntnis, ohne ihn näher zu beschreiben. Auf die heimische Flora geht er ebenso wenig ein. Sein vorrangiges Augenmerk gilt dem Kunstschönen im Vogelsberg, der Gestaltung des Vogelsberges durch Menschenhand. Lobend erwähnt er eine schöne, mit Pappeln bepflanzte Kunststraße. Begeistert zeigt er sich vom Garten des Herrn Rat Diefenbach in Lauterbach und preist diesen als ein Denkmal der menschlichen Ausdauer, indem er einem sterilen Felsen abgewonnen ein Meisterstück der Gartenkunst ist. Besonders große Faszination übt Stockhausen auf Bocklo aus, denn dort prägt bis in die Gegenwart das vom Licht der Aufklärung kündende, elegante, edelschlichte architektonische Ensemble von Schloss und Park das Ortsbild, gemeinsam mit der auf einer Anhöhe thronenden steinernen Kirche. Die Schlossanlage ließ Friedrich Georg Riedesel von dem damaligen Hofbaumeister seiner Familie, Georg Koch aus Rodach, ab dem Jahr 1770 anstelle der Hermannsburg errichten. Weltoffener Kunst- und Kulturanspruch. Eine für die Region außergewöhnliche Prachtentfaltung, wovon gerade die Parkanlage mit ihrer heute leider nicht mehr erhaltenen Orangerie zeugte, inspirierten Bocklo zu ausführlicher Beschreibung, insbesondere bezüglich der Sammlung exotischer Pflanzen, die eine klare Antithese zur herb, wilden, unwirtlichen Natur des Vogelsberges bildeten. Bocklos überwältigtes Staunen spricht aus seinen Zeilen. Von Lauterbach wanderten wir stets im Walde nach Stockhausen, einem beträchtlichen Dorfe, wo der vor etlichen Jahren verstorbene hessische Erbmarschall von Riedesel ein fürstliches Schloss erbaut und einen herrlichen Garten angelegt hat. In dieser rauen, wilden Gegend, wo man so etwas gar nicht ahnet, ein so schönes, im edelsten Stile erbautes Schloss zu erblicken, tut eine Wirkung, die außerordentlich ist. Man glaubt sich in eine Feenwelt versetzt und hält das Schloss mit seinem herrlichen Garten für die Schöpfung einer Fee. Das Gewächshaus gehört zu den vorzüglichsten, die ich je sah, und enthält Pflanzen, die man hier nicht erwartet hätte. So werden namentlich als Beispiele angeführt und ausführlich beschrieben die ägyptische Papierstaude, der Trompetenbaum, die Ingwerstaude, die kostbare Justitia cristata und die Paradiespalme. Enttäuscht zeigte sich Bocklo darüber, dass er so wie an anderen von ihm bereisten Orten den aus der Südsee stammenden beweglichen Süßklee in Stockhausen nicht zu Gesicht bekommt und lässt eine äußerst umfassende Erläuterung zu dieser dem Vogelsberg weit fernstehenden Pflanze folgen. Wie schwer ihm der Abschied von Stockhausen fiel, bringt Bocklo zur Sprache. Nur ungern trennte ich mich von dem anziehenden Stockhausen, besonders da ich das Innere des Schlosses noch gern kennengelernt hätte. Es lässt sich viel davon erwarten, wenn es dem Äußern nur einigermaßen entspricht.
als Erzieher in Melsungen tätig war, unternahm mit den ihm anvertrauten Zöglingen diese Fußreise. Der Streckenabschnitt zwischen Alsfeld und Moos wurde im Zeitraum vom 31. August bis 3. September 1813 absolviert. Am 26. August war die Gruppe in Melsungen gestartet. Am 25. September kam sie in Frankfurt am Main an, wo die Wandernden mit der Gräuel des tobenden Krieges konfrontiert waren. Bedenkt man die politischen Rahmenumstände im Jahr 1813, so verblüfft die Durchführung von Bocklos Fußreise in hohem Maße. Europa befand sich in Aufruhr. Die Befreiungskriege zur Zurückdrängung Napoleon Bonapartes wüteten. So wurde am Tag des Reisebeginns Bocklos am 26. August 1813 die Schlacht um Dresden geschlagen. Die französischen Truppen siegten am darauffolgenden Tag ein letztes Mal auf deutschem Boden. Das Großherzogtum Hessen-Darmstadt, zu dem die riedeselschen Gebiete im Vogelsberg seit 1806 zählten, war unmittelbar involviert. Es verdankte seine Erhebung, seine territoriale Größe Napoleon und kämpfte als Mitglied des Rheinbundes auf dessen Seite bis zur Unterzeichnung des Vertrags von Dörnigheim am 2. November 1813. Gut drei Wochen nach Beendigung von Bocklos Fußreise fand die Völkerschlacht bei Leipzig statt, durch die das Schicksal des ambivalent gesehenen Kaisers besiegelt wurde. Ludwig Bocklo hatte vor seiner Lehrtätigkeit im Militär gedient, sympathisierte mit Napoleon und ließ sich offenkundig von Kriegswirren bei der Durchführung seiner Fußreise, die er pädagogisch legitimierte, nicht abhalten. In der Vorrede sowie in dem ersten Brief seines Reiseberichts wirbt er intensiv für solche Fußreisen mit Zöglingen, welchen er hohe Wichtigkeit in physischer und intellektueller Rücksicht beimisst. Mit den vorzüglichsten Gegenden des Vaterlandes sollen Schüler auf diese Weise anschaulich bekannt gemacht werden, insbesondere das Sehen, Üben und Stärken und umfassende Bildung ihres Sinnes für Natur und Kunst erfahren. Des Weiteren schreibt Bocklo: Wer einigermaßen begreift, dass der Mensch nicht für die Stube, sondern fürs Leben erzogen werden soll, wer durch einige Kenntnis des menschlichen Organismus zu der großen Erziehungswahrheit gelangt ist, dass nur die geistige Ausbildung bei einem gesunden, in seinen Verrichtungen ungestörten Körper bleibend gedeihen kann, wird ohne Widerrede meiner Meinung sein. Auch die Förderung von Tugenden wie Genügsamkeit, beispielsweise hinsichtlich Nahrung und Unterkunft, zählt zu seinen didaktischen Zielen. Die Wertschätzung des täglichen Brotes ist für ihn offenkundig von Bedeutung, denn dieses war in Zeiten des Krieges und drohender existenzieller Not keine Selbstverständlichkeit. Wert des täglichen Brotes wusste auch der im Vogelsberg beheimatete Volksschullehrer Johannes Greb. Am 8. Januar 1841 des Morgens früh, nicht ganz wohl, denn ich hatte die Nacht vorher bis 12 Uhr an meinem Schreibtische gearbeitet, dem ich mein Unwohlsein und Kopfschmerzen Schuld gab, ging von Gunzenau nach Metzlos-Gehaag, um da Schule zu halten. Es war ein sehr kalter Tag und das Schneegestöber hörte nicht auf,
sodass ich nicht aus den Augen sehen konnte, sondern musste, kaum 20 Schritte gegangen, stehen bleiben, Atem schöpfen und mir die Augen vom Schnee reinigen. Ich hatte mein Mittagsbrot und meine Bücher verloren. Letztere fand ich, nachdem ich wieder eine halbe Stunde umgekehrt war, im Schnee stehen, das Brot jedoch nicht. Und ich betete das nachstehende Gebet. Von Gott kommt Regen, Schnee und Sturm, Wind und Gewitter her. Auf sein Geheiß macht Sonne warm und brauset auch das Meer. Die Erde ist bedeckt von Schnee und ich muss durch Schneegestöber gehen. Vor Frost und Kälte zittern mir die Hände. Ich verlor mein Mittagsbrot und Bücherschier und brauste mir im Ohr. Es schneite, dass der Tag ward Nacht. O Mensch, erkenne Gottes Macht. Das Wetter kommt ja all von Gott, von seiner Gütigkeit. Und muss ich mit Gefahr und Not fast kämpfen wie im Streit, so weiß ich, dass es Gott gebeut, der mir jetzt hilft und alle Zeit. Drum Dank, o Seele, Dank dem Herrn und preist ihn immer da. Er hilft so willig und so gern, auch in der größten Gefahr. Darum vergess ich mein Gott nicht, so lang als nur mein Mund noch spricht. Die Naturgewalt des Vogelsberges und das Bestehen des Menschen in ihr bringt Johannes Greb hier deutlich zur Sprache. Ebenso seine Furcht und sein Unbehagen in der ihn umgebenden Wildheit des Vogelsberges. So ist es nicht verwunderlich, dass er sich nach schützender Behausung, nach einer warmen Stube sehnt. Die Betrachtung der Vogelsberglandschaft durch Johannes Greb ist die eines rationalen Menschen. Vernunft, Lebensbesonnenheit, Lebensklarheit und Seelenkultur sind für ihn die Pfeiler seiner Existenz. Sein Streben galt dem Bilden des gesitteten Menschen. Alles Grobschlächtige, Derbe und Wilde muss vom Menschen weggenommen werden. Korrespondierend hierzu braucht er eine gegliederte Landschaft, die er im Vogelsberg jedoch kaum findet. Greb greift die feinen Gebilde der Natur, wie Blumen, Insekten oder Vögel auf, die der von ihm vertretenen Kultur der Empfindsamkeit, also der rationalen Fassung der Empfindung, entsprechen. Er hinterließ ein Manuskriptbüchlein mit dem Titel Gedichte fröhlichen und traurigen Inhalts von Schullehrer Greb in Gunzenau 1840. Bewusst wählt er die Form des Gedichts als sprachliche Hochform zur Reflexion seines Lebens in der Vogelsberglandschaft und schränkt die Erzählung ein. Sein poetisches Schaffen basiert auf einem idealistischen Weltbild. Im Jahr der Mediatisierung der Riedesischen Lande 1806 in Bannerroth, einem kleinen Dorf im südlichen Vogelsberg geboren, hätte er als Junge Ludwig Bocklow, bei dessen Aufenthalt 1813 im benachbarten Moos begegnen können. Doch wissen wir nicht viel über Johannes Grebs Leben, wenngleich genug, um sicher sagen zu können, dass er sich aus seinem Umfeld abhob und als Volksschullehrer in Bannerroth, Metzloos-Gaag, Gunzenau, Veitshain und Grebenhain herausragende Arbeit leistete, was von der ihm vorgesetzten Schulbehörde gewürdigt wurde. Zum einen bewertete diese Grebschule mit der Note 1, wobei die Leseleistung der Schüler hervorgehoben wurde. Zum anderen lobte sie explizit seine kalligraphische Fertigkeit und seine besondere Befähigung als Religionslehrer. 1877 erhielt Johannes Greb für seine Verdienste als Lehrer das allgemeine Ehrenzeichen für 50-jährige treue Dienste. Das Leben eines Volksschullehrers war nicht leicht. Ebenso wie seine Kollegen verfügte Johannes Greb vor allem
am Anfang seiner beruflichen Laufbahn über ein nur geringes Einkommen. Seine Wohnsituation war bescheiden und verbesserte sich erst im zunehmenden Alter. Das Erschließen von Nebeneinkünften war deshalb unerlässlich. Herausfordernd war sicherlich auch die Überzeugungsarbeit, die Greb bei der Dorfbevölkerung für die Schule leisten musste. Diese geleistete Überzeugungsarbeit sowie der mit der Zeit sichtbar werdende Erfolg des Unterrichts für den bäuerlichen Alltag bewirkten schließlich eine positive Einstellung der Landbevölkerung zur Schule. Gute, engagierte Lehrer wie Johannes Greb hatten an dieser Entwicklung ihren Anteil. Johannes Greb trat für die Vermittlung bürgerlicher Kultur im Dorf ein. Der aufklärerische Gedanke wirkte in ihm nach. Seine Schule war eine Schule für das Dorf und Institution zur Förderung der Hochkultur. Die Bedeutung der Schriftsprache kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. In der Hochsprache, und das heißt Schriftsprache, heimisch zu werden, bedeutet Ausbildung des Verstandes und der Vernunft. Die deutsche Hochsprache bildete den zentralen Lerninhalt der Schulform, für die Johannes Greb stand. Denn diese Schlüsselfertigkeit öffnet die Tür zur weiteren Bildung und somit zum menschlichen Bewusstsein. Sie ermöglicht das selbstständige Lesen von Katechismus, Bibel- und Kirchenliedtexten, was gerade für die protestantische Konfession unerlässlich ist. Die Volksschule erhob beim Lehren der hochdeutschen Sprache hohen ästhetischen Anspruch. Die Formung schöner, kultivierter Sprache wurde auch durch die Schulung von Schönschrift befördert. Johannes Greb war in ihr überdurchschnittlich bewandert, wovon das Manuskript seiner Gedichte zeugt. Als Lehrer hielt er sicherlich eine gewisse Distanz zur Bevölkerung und war sich seiner Vorbildfunktion im Dorf und seines Bildungsstandes bewusst. Seine Schule erlaubte nur wenige Gegenstände, da das Vorstellungsvermögen der Schülerinnen und Schüler ausgebildet werden sollte. So war der Schulsaal sparsam und karg eingerichtet mit feststehenden Tischen und Bänken sowie einer Wandtafel mit schwarzem Grund. Das unterrichtliche Geschehen war von einer religiösen Grundhaltung getragen, die durch Lehrer wie Johannes Greb verkörpert wurde. Aber nicht nur als Lehrer, sondern auch als erster Postexpeditionsleiter von Grebenhain förderte Greb den Vogelsberg, denn der Ausbau des Postwesens damals bewirkte Fortschritte für die Kommunikation, die mit den Innovationen durch das Internet heute vergleichbar sind. Die Mitgliedschaft Grebs bei der Sparkasse Herbstein verdient ebenso Erwähnung wie seine Förderung durch den Lauterbacher Anzeiger, der zwischen 1854 und 1864 sechs seiner Gedichte veröffentlichte. Privat erlitt Johannes Greb mehrere Schicksalsschläge. Der Tod seiner ersten Frau dürfte mit der härteste gewesen sein. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, blieb er als Protestant fest und standhaft in seinem Glauben an Gott, wovon seine Gedichte Zeugnis ablegen. Das Dichten war für Greb sicherlich auch eine Art Therapie und half ihm, sein Leben zu bewältigen, bis er 1886 im hohen Alter von knapp 80 Jahren in Grebenhain verstarb. Johannes Greb Wanderreisen nach dem Vorbild von Ludwig Boklo unternahm oder didaktische Qualität darin sah, wissen wir nicht. Dies dürfte eher unwahrscheinlich sein.
Seine Dienstwege legte er sicherlich in der Regel zu Fuß zurück. Inspiriert war er von Friedrich Schiller, ebenso wie Bocklow, der den großen Dichter mehrfach in seinem Bericht nennt und sogar, ebenso wie Greb, selbst poetische Versuche wagt. Ludwig Bocklows Fußreisen, auf denen er mit seinen Zöglingen die deutschen Lande erwanderte, bei denen das unmittelbare Erfahren, das Sehen erzieherischen Effekt haben sollte, weisen vielmehr eine Nähe auf zu den gut 100 Jahren später unternommenen großen Fahrten der Dürerschule in Hochwaldhausen. Allerdings mit dem Unterschied, dass für deren Lehrer und Schülerschaft nicht das Kunstschöne im Vogelsberg, sondern das Naturschöne dieser Region in den Fokus rückte. Wir wollen hier in dem Hochhausmuseum den dritten Beitrag vortragen aus Lauterbach zu dem Thema Literatur und Musik im Hessenland. Wir wollen literarische Auszüge und Beiträge vortragen, auch Skizzen, literarische Skizzen, die sich auf die Landschaft des Vogelsberg beziehen. Nun könnte man ja sagen, wenn wir hier im Hochhausmuseum sind, dass sein Bau von der Landschaft des Vogelsberges sehr weit entfernt ist. Aber das Museum, das Hochhaus, ist ja ein Museum und ein Heimatmuseum und hat auch den Vogelsberg respektiert, indem er entscheidende Momente seiner Geschichte und seiner Erdgeschichte und seiner Menschengeschichte verwahrt. Denn in diesem Haus gibt es ein wunderbares Bauernzimmer, in dem das Holz respektiert wird. Und Holz ist ein wesentliches Element des Vogelsberges. Und es gibt eine wunderbare Steinsammlung. Und der Stein ist ein wesentliches Moment des Vogelsberges. Was wir zuerst vortragen wollen und wen wir respektieren wollen, das ist Franz Komo, der hier in Lauterbach Oberlehrer war. Er war befreundet mit Hermann Hesse, mit ihm war er ein langer Briefpartner. Er war ein großartiger Schriftsteller, er konnte die toskanische Landschaft darstellen und er hat in einem Reiseführer Lauterbach und Umgebung auf großartige Weise und stilistisch gekonnt den Vogelsberg dargestellt. Um was es ihm ganz wesentlich geht, ist vor allen Dingen das Elementare dieser Landschaft darzustellen. Die Basaltsäulen des Bilsteins und zum Beispiel der wunderbare Aufbau von Eichen und Eichen, Buchenwäldern, von Fichtenbeständen. Es gibt wunderbare Wälder wie der Lue, der dunkel und geheimnisvoll ist. Und es gibt die mächtigen Buchen am Steicher, einem wunderbaren, sich aufwölbenden Großhücheln, bergartig zwischen Zahmen und Plankenau, die man jedem Besucher des Vogelsberges empfehlen möchte. Was,
was Como vor allen Dingen darstellt, ist auch zum Beispiel nicht nur die landschaftliche Situation der großen Wälder, sondern auch das Geheimnisvolle dieser Landschaft, wie sich zum Beispiel zeigt, wie die in dieser Landschaft, die im Dunkel und hell ist, in der hellen Sonne des Sommers oder im Schnee im Winter, eigentlich ein Urgrund ist für die Poesie. Und wenn er schreibt, wenn abends der Ellervater erzählt den Kindern von den Gespenstergeschichten oder unheimliche Geschichten von der weißen Frau oder von Hexen, die durch das Land ziehen oder von Schlägen im Wald oder von dem Flüstern des Windes oder dass man Kinder sieht, die umgebracht worden sind, dann zeigt er die Dämonie dieser Landschaft. Und er hat auch in großer Weise ist er eingegangen auf die wunderbare Vegetation, die großartigen Wiesen mit ihren unzähligen Blumen und mit den großartigen Baumbeständen und Obstbeständen, die der Vogelsberg allmählich herangebildet hat. Und vor allen Dingen, er spricht in einer sehr schönen Weise zum Beispiel über den Johannistag und die Kräuter, die es dort gibt, den Braundosten und den Baldrian, die aufspringen und die eine Nähe des Menschen zu den Heilkräften der Natur zeigen. Man muss sich hineinsenken, sagt er, in eine große Natur. Und das gelingt nur eigentlich der nicht verstandesmäßig scharfen Erfassung, sondern der dämmerigen Seele mit Herz und Gemüt. Von den Gebäuden, die ihm am liebsten sind, sind nicht die hohen Kirchen, sondern eher die alten Häuser, die in Bruchstein gebaut sind und am liebsten, und das sollte man jedem Besucher des Vogelsberg empfehlen, ist der Totenköppel bei Meiches, eine Kapelle hoch auf einer Kuppe und um diese Kuppe ist ein wunderbarer Friedhof angelegt. Die Lache des Gebäudes, sein Innenraum und seine Außenmauern und seine Anhöhe einerseits und dann seine Verbundenheit mit der Erde, findet er als ein Wunderbeispiel für die Vogelsberger Landschaft. Und das Thema hieß von ihm Natur und Volkskultur. Denn aus der Sprache des Volkes, aus dem Dialekt, den er sehr schätzt, entwickelt sich ja das, was man Thomas Mann genannt hat, in den einfachen Leuten ist der raunende Beschwörer des Imperfekts. Referieren und nehmen nur einige Begriffe aus dem, was Sie da zur Kennzeichnung des Vogelsberg geschrieben haben, ist Kai Münz. Das war ein relativ junger Lehrer an einer Reformschule in Vogelsberg, Mathematiker, befreundet mit Martin Buber, Zionist. Und als Zionist sucht er schon eigentlich, ist ihm diese Landschaft des Vogelsberges im Oberwald sehr genehm. Denn er lädt Martin Buber ein in Briefen. Martin Buber war er befreundet und man darf sagen, Kai Münz war einer der großen Briefschreiber und Stilisten der zionistischen Bewegung und er war mit dem Philosophen Martin Buber befreundet, dem Religionsphilosophen, dem Land und Landschaft und der Mensch in der Landschaft und die Berge und die Wälder auch in anderen Ländern der Welt ein wesentliches Spannungsmoment seines Lebens war, denn man nannte ihn den Rabbi aus dem Odenwald. Und Münz ist im Oberwald, in Hoch,
in Hochwaldhausen Lehrer, auch während des Krieges, und er schreibt an Martin Buber: Kommen Sie hierher. Hier ist eine vollkommen unverdorbene, noch nicht ausgebaute, in Anspruch genommene Landschaft mit wunderbaren Wiesen und der Möglichkeit großer Wege. Wenn Sie hierher kommen, können wir auf Spaziergängen das Wunderbarste diskutieren. Denn man war die freie Natur, und Münz legte seinen Unterricht ins Freie, gestaltete die geometrischen Figuren aus Holzscheiben und führte die Gespräche und die Morgenansprache draußen im Freien. Und als Martin Buber zu ihm kam, sagte er: Das ist das Land für junge Juden, denn hierdurch werden wir vorbereitet für das neue Israel. Der Vogelsberg in seiner Struktur ist ein Vorfeld für ein neues Leben in einem neuen jüdischen Land und Staat. Was ich vorstellen wollte, ist ein Mann, ein Germanist, der in Münster eine große Rolle gespielt hat, neben Benno von Wiese. Seine Eltern haben in Schlitz gelebt. Er heißt Jost Trier und ist ein Germanist gewesen und ein Etymologe und hat sich vor allen Dingen mit dem Wortschatz um Wald, um Laub gekümmert. Und er studierte in Marburg und wanderte über den Vogelsberg nach Hochwaldhausen und hat dort an den Veranstaltungen der Reformschule, der Dürerschule zugenommen. Und er hat einen Bericht geschrieben in einer Zeitschrift, einer Jugendzeitschrift, Wir Jungen, und schildert eingehend das Land. Es ist das Vogelsberger Land. Es ist ein Land der Matten, der langgestreckten Höhen, die nicht sehr hoch sind. Es ist ein ausgedehntes Land. Es ist ein Land ohne eigentliche, sagen wir mal, touristische Sensationen. Und die Wiesen vor allen Dingen sind durchsetzt mit den Basaltfelsen des Landes, was sich damals abzeichnete im Felsenmeer bei Ilbeshausen. Und er nimmt an einer Veranstaltung dieser Schule teil. Und was ist das? Ach so, und er sagt von diesem Land, von dieser Land, das Landschaftliche müsse man unmittelbar erfahren, nicht durch einen differenzierten Intellekt, denn dann verstelle ihm das, was die Landschaft wäre, das Kosmische. Und mit dem Kosmischen ist Jost Trier eigentlich bei den Griechen. Und in das Kosmische gehört welche Form der Kunst? Das ist der Tanz. Und ein Gelehrter, der seine Tochter auch, ein Altphilologe, Walter F. Otto, der auch seine Tochter in Hochwaldhausen hat erziehen lassen. Jawohl, diese Landschaft ist eigentlich eine frühgriechische Landschaft. Mit ihrer elementaren Gestalt, die keine Säulen kennt und die zum Tanze geeignet ist, denn auf den Höhen ist man dem Absoluten, dem Grund und dem Göttlichen nahe. Und in keiner Weise der Kunst ist man so geöffnet für den Kosmos und wird von ihm belebt, als durch den Tanz, der sich in großen Bewegungen und in der Ganzheit der menschlichen Existenz vollzieht. Und ich glaube, wenn wir diese Momente bringen und heute die Bestrebungen sehen, zum Beispiel in Altenschlirf mit der Lebensgemeinschaft oder mit dem Waldunterricht, den die Schulen durchführen, dann haben wir ja die verschiedensten Momente, dass diese Dinge, die man damals schon literarisch erfasste, im Sinne einer Kulturkritik,
denn man wollte nicht Fabriken im Vogelsberg, sondern man wollte das Land erhalten in seiner elementaren Struktur. Dass es aber heute nicht wenige Bestrebungen gibt, die eigentlich den frühen Ansätzen, die literarisch großartig, wenn auch nur in kurzen Stücken erfasst ist, eigentlich eine Aktualität wieder besitzen. Durch diese drei Autoren, Franz Pomo, Kai Münz und Jost Trier, haben wir drei Seiten, drei Interpretationen der Vogelsberglandschaft geleistet. Das erste, Naturraum und Volkskultur. Das zweite, der Vogelsberg als Vorfeld eines neuen Israel. Und der dritte Aspekt oder die dritte Interpretation der Landschaft, ja, durch Jost Trier war eigentlich die Heraufnahme dieser Landschaft und Würdigung als frühgriechischer Lebensraum. Vogelsberglandschaft bekommen. Neben Erholung in der Natur locken sehenswerte Bauten wie Schloss und Kirche von Stockhausen oder das Hochhausmuseum in Lauterbach. Wir hoffen durch diese Darstellung, durch diese Aspekte, durch diese mehrfachen Aspekte, Ihnen den Zugang zu dieser Landschaft durch literarisch ansprechbare Aussagen zugänglich gemacht zu haben. Und wir wären froh, wenn wir Sie hier begrüßen dürfte. Vielen Dank.